Gespannt, was deine Mutter zu sagen hat. Frau Liebknecht, nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Guten Tag. Guten Tag. Zunächst muss ich Sie belehren, dass Sie hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja, klar. Sie heißen Astrid Liebknecht, 39 Jahre alt. Sie wohnen in Gievenfeld bei Münster. Sie sind geschieden, Hotelfachfrau und die Mutter der Angeklagten. Und als Mutter haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Ja, klar, doch. Ich möchte gerne aussagen, weil ich möchte, dass die Sache so schnell wie möglich aufgeklärt wird. Ich weiß einfach nicht, was mit Saskia los ist. Dass sie einfach nach Berlin abhauen wollte. Frau Liebknecht, bei der Polizei haben Sie gesagt, Sie haben Ihre Tochter am 5. Juni mittags da, am Bahnhof gefunden. Ja. Um wie viel Uhr waren das? Ja, das war so gegen 12.30 Uhr. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich mit Saskia noch anfangen soll. In letzter Zeit läuft alles aus dem Ruder. Ich musste sie sogar schon von der Polizei zur Schule bringen lassen, weil sie nicht von alleine hingehen wollte. Ich weiß mir echt einfach nicht mehr zu helfen. Hätte sie dir früher überlegen sollen, mit dem Klassenlehrer ein Verhältnis anzufangen und zusammenzukommen, verstehe ich überhaupt nicht. Ach, Dieter, jetzt mischst du dich hier nicht schon wieder ein. Du weißt ja ganz genau, dass die beiden nicht miteinander klarkommen. Da sind doch Probleme schon vorprogrammiert gewesen. Das ist doch ganz allein meine Sache, mit wem ich zusammen bin. Und im Übrigen, Herr Richter, mein Mann weiß ganz genau, dass der Stress mit Saskia schon viel früher angefangen hat, schon lange bevor meiner Beziehung mit John. Und es liegt einzig und allein daran, dass du versuchst, uns doch gegeneinander auszuspielen. Das stimmt doch gar nicht. Wenn ich Saskia was verbiete und sie rennt zu dir, dann sagst du doch schon aus Prinzip genau das Gegenteil, um mir eins auszuwischen. Das ist doch gar nicht richtig, das ist doch gar nicht wahr. Natürlich, jetzt siehst du doch, was du erreicht hast. Es ist doch schließlich deine Schuld, dass das Kind auf die Idee kommt, nach Berlin abzuhauen. Ja. Jetzt mal zurück zu der Situation am Bahnhof. Wie kam es denn überhaupt, dass Sie Ihre Tochter dort gefunden haben? Ja, es war so gegen 11.30 Uhr, als mich John angerufen hatte und mir sagte, dass es Feueralarm in der Schule gegeben hat. Und seine Tasche wurde geklaut und Saskia war nicht zum Unterricht erschienen. Ja, und da habe ich mir tierisch Sorgen gemacht und bin sofort von der Arbeit nach Hause, um zu sehen, ob ich sie vielleicht zu Hause finden kann. Ja, aber wie sind Sie dann auf die Idee mit dem Bahnhof gekommen? Naja, zu Hause habe ich sie nicht gefunden. Und mir ist aber dann sofort aufgefallen, dass ihre Reisetasche fehlte und auch ein paar von den Anziehsachen. Naja, und als ich dann schließlich diese Ausdrucke in der Schreibtischschublade gefunden habe, da dachte ich, dass ich es mal am Bahnhof finde. Also Sie meinen diese Ausdrucke über Bahnverbindungen? Ja, genau. Sie hatte verschiedene Bahnverbindungen ausgedruckt nach Berlin. Das liegt mir vor. Also mehrere Verbindungen in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr hat sie da offensichtlich ausgedruckt. Ja, genau. Und da habe ich gleich geschaltet und bin zum Bahnhof gefahren. Und ich habe sie ja dann schließlich auch dort gefunden. Auf einer Bank vor der Einkaufspassage vor dem Bahnhof. Und wie hat sich da Ihre Begegnung abgespielt? Naja, ich habe sie erst mal zur Rede gestellt und gefragt, was sie hier macht und wieso sie nicht zur Schule gegangen ist. Und, wie hat sie reagiert? Was hat sie gesagt? Ja, sie war überrascht. Aha. Hat sie Ihnen eine Erklärung für ihr Verhalten gegeben? Nein, sie war bockig und trotzig wie immer und hat nicht gesprochen. Haben Sie denn Ihre Tochter Saskia damit konfrontiert, dass es in der Schule Feueralarm gegeben hat und dass dem Herrn William seine Tasche gestohlen wurde? Ja, ja, klar. Aber sie war ganz erstaunt, als ob sie davon vorher noch nichts mitgekriegt hätte. Ich wusste auch wirklich nicht, wovon meine Mutter spricht. Aber Sie haben doch in der Tasche Ihrer Tochter ziemlich viel Geld gefunden, oder? Ja, ich habe die Tasche meiner Tochter durchsucht und habe ungefähr 150 Euro und eine Fahrkarte nach Berlin für ca. 75 Euro gefunden. Ja, die Karte habe ich hier, die Fahrkarte. Die hat genau 79 Euro gekostet, ja. 79 Euro, dann hat also Saskia mindestens 230 Euro nach Adamriese bei sich, ja? Als sie zum Bahnhof ist, bevor sie die Karte bezahlt hat, ja klar. Das war mein Geld aus meinem Sparschwein. Können Sie bestätigen, dass so viel Geld im Sparschwein von Saskia war? Nein, Saskia, da waren nur ein paar Centstücke drin und maximal 80 Euro. Haben Sie gesehen, ob das Sparschwein an dem Tag geplündert worden ist? Ja, das ist das. Saskia, mit dem Geld aus dem Sparschwein, da hast du die Fahrkarte nach Berlin bezahlt. Und das restliche Geld, das stammt aus der Tasche von Herrn Williams. Das stimmt nicht. Herr Staatsanwalt, das restliche Geld sind 150 Euro. Herrn Williams wurden 300 geklaut. Ne? Der Betrag passt irgendwie nicht. Das Restgeld hat die Angeklagte bestimmt irgendwo gebunkert, Herr Verteidiger. Vielleicht hat sie sogar irgendeine Mitschülerin als Komplizin. Herr Spröcker konnte das Geld geteilt, ist ja auch möglich. Herr Spröcker konnte vorhin 300 Euro nirgendwo anders bunkern. Vielleicht Ihre Freundin Hanna. Quatsch!
Hanna! Was machst du denn hier? Hanna, warte mal. Ich dachte, dass du ein wenig Beistand gebrauchen kannst, wo du mir auch immer so nett im Tierheim aushilfst und so. Ich weiß, dass du Angst vor der Verhandlung hast, aber ich möchte da sein, wenn du mich brauchst. Das ist nett von dir, aber es ist wirklich nicht nötig. Ich meine, du hast doch bestimmt was Besseres vor. Nein, ich komme mit. Ich muss mich beeilen, ich bin schon fast zu spät. Hat noch jemand Fragen an die Frau Liebknecht? Dann Dankeschön, Sie dürfen den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Hanna Stegen, bitte. So, Hanna, kommen Sie bitte nach vorne und setzen sich. So, Hanna, Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier nicht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Vorsorglich belege ich Sie 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Mhm. Ja? Sie heißen Hanna Stegen, 16 Jahre alt. Sie wohnen in Giefenfeld bei Münster. Ledig, noch Schülerin, oder? Ja, ich gehe in die gleiche Klasse wie Saskia, in die 9. Verwandt oder verschwägert mit Angeklagten sind Sie nicht. Nein, aber wir sind Freunde. Wir sind heute hier, weil der Angeklagten vorgeworfen wird, sie soll die auf der Mädchentoilette in der Schule Feuer gelegt haben, um dann einen Feueralarm auszulösen und um dann in der ganzen Konfusion danach die Ledertasche, die Aktentasche ihres Lehrers, des Herrn Williams, aus dem Lehrerzimmer zu entwenden. Sie soll gewusst haben, dass sich in der Tasche 300 Euro befinden. Und dann soll sie vorgehabt haben, nach Berlin zu fahren. Saskia hat das Geld aber nicht geklaut. Sie war den ganzen Vormittag über bei mir zu Hause. Wissen Sie, ich habe mich an dem Tag total erkältet gefühlt und habe mich deshalb dazu entschlossen, nicht zur Schule zu gehen. Ich habe Saskia morgens auch noch angerufen, damit sie Bescheid weiß. Und auf einmal stand sie vor meiner Haustür und wollte mich besuchen, weil sie wusste ja auch, dass meine Mutter den ganzen Tag arbeiten muss und sich deshalb nicht um mich kümmern kann. Um wie viel Uhr ist denn die Angeklagte bei Ihnen vor der Haustür gestanden? So um 9:30. Aber um die Uhrzeit hätte sie doch eigentlich in der Schule sein müssen. Immerhin war sie ja nicht krank, oder? Ja, ich weiß auch, dass es nicht richtig ist, die Schule zu schwänzen, aber... Wissen Sie, Saskia hat so viele Probleme zu Hause und in der Schule. Und am Vormittag hat sie einfach wen gebraucht, mit dem sie darüber reden kann. Was für Probleme meinen Sie denn damit? Naja, ihre Mutter hat jetzt einen Freund, einen Herr Williams, seinen Klassenlehrer. Und die beiden haben sich noch nie wirklich gut verstanden. Und jetzt wird sie auch noch von den anderen in der Schule gehänselt deswegen. Und darüber haben wir uns heute unterhalten am Vormittag. Und wann ist die Angeklagte wieder gegangen? So um 11:45 Uhr. Also ich meine, du solltest dir ganz genau überlegen, ob du der Saskia auf diese Art und Weise, wie du hier aussagst, wirklich hilfst. Also es wurden 300 Euro entwendet. 150 Euro wurden in Saskias Rucksack gefunden. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da vielleicht noch jemand mitbeteiligt war. Vielleicht eine Freundin, eine Komplizin, die Saskia begleiten wollte. Ja, und die vielleicht sogar beim Brandlegen in der Schule mitgemacht hat. Und sie auch beim Diebstahl unterstützt hat im Lehrerzimmer. Ist doch gar nicht so weit hergeholt, oder? Und dafür stehst du bei mir unter Verdacht. Ich? Ja. Also schauen Sie mal, es ist ganz wichtig, dass Sie jetzt die Wahrheit sagen. Haben Sie 150 Euro von Saskia bekommen? Nein, und Saskia und ich, wir haben auch nichts mit dem Feuer oder mit dem Diebstahl zu tun, ehrlich nicht. Also Hanna, ich habe mich übrigens mit deiner Mutter unterhalten. Und sie hat mir erzählt, dass ihr ein paar Tage vor der Tat einen richtigen Streit hattet. Kann es sein, dass du deswegen mit der Saskia die Ausreißerin spielen wolltest? Nein. Ja, das mit meiner Mutter, mit dem Streit stimmt schon. Ich war halt sauer, weil sie mich nicht auf eine Party lassen wollte. Aber ist doch kein Grund, gleich von zu Hause abzuhauen. Ja, aber gerade in eurem Alter ist man ein bisschen unüberlegt. Und da lässt man sich ganz gerne mal mit einer Freundin zusammen zu irgendwas hinreißen. Nein. Also ich sag's jetzt noch ein letztes Mal. Wenn hier rauskommt, dass du gelogen hast, dann wird die Sache wesentlich schlimmer für dich. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich frage Sie jetzt noch mal ganz direkt, Hanna. Hatten Sie vor, gemeinsam mit Saskia nach Berlin zu fahren? Ich? Ja? Ich wollte eigentlich gar nicht nach Berlin. Was heißt denn das genau? Waren Sie am 5. Juni krank und zu Hause? Nein. Ich habe mir von meiner Mutter so getan, um mit Saskia abhauen zu können. Wir hatten das abgemacht, als ich mich so dann mit meiner Mutter gestritten hatte wegen der Party. Also haben Sie wegen des Alibis doch für die Saskia gelogen. Also, und was ist jetzt wirklich passiert an dem 5. Juni? Saskia hat mich morgens angerufen und gesagt, dass es heute losgeht. Sie hat gesagt, ich soll mich krank stellen und wir beide Mutter aus dem Haus aus meiner Tasche packen. Aber ich wollte eigentlich überhaupt nicht mehr mitmachen, weil ich hatte mich längst schon wieder mit meiner Mutter vertragen. Und das
war ja alles wieder gut, aber ich habe mich nicht getraut, Saskia zu sagen. Wann und wo haben Sie Saskia dann getroffen? Am Bahnhof. Jana, und ich dachte immer, dass du von euch beiden die Vernünftigere bist. Und wo waren Sie dann, als die Frau Liebknecht da am Bahnhof aufgetaucht ist und die Saskia getroffen und gefunden hat? Da war ich gerade auf Toilette. Ich habe Frau Liebknecht gesehen, habe total Panik bekommen. Ich bin sofort weggelaufen und habe mich irgendwo versteckt. Was erzählst du da für Mist? Das ist doch überhaupt nicht wahr! Hanna, aus welchem Grund wollten Sie beide denn nach Berlin fahren? Ich hatte das ja gesagt, dass ich mich mit meiner Mutter so doll gestritten hatte und das ja wegen Herr Williams, wegen ihr zu Hause so schlecht. Hanna, mit welchem Geld wollten Sie beide denn nach Berlin fahren? Das hat immer gesagt, sie kümmert sich darum. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass an dem Tag Herr Williams Tasche geklaut wurde. Wirklich nicht. Sonst wäre ich ja misstrauisch geworden oder so. Aber ich wusste es nicht. Saskia hat mir das Geld einfach so in die Hand gedrückt. Ja, und wie viel hast du von Saskia bekommen? 150 Euro. 150 Euro. Und was hat sie gesagt, wo das Geld her ist? Von ihrer Oma. Und was haben sie gemacht mit dem Geld? Die Fahrkarte gekauft. Das kostet ja 79 Euro mit dem Rest. Den habe ich aus schlechtem Gewissen ans Tierheim gespendet, weil ich da manchmal aushelfe und mit den Hunden spazieren gehe. Ich wollte das Geld nicht behalten. Was bist du denn bitte für eine miese Freundin? Ich habe dir vertraut, Hanna. Aber anscheinend bist du genauso bescheuert wie alle anderen. Ja. Hör mal, jetzt erzähl mal bitte mal, was hier los ist. Lass mich doch in Ruhe. Du hast doch gar keine Ahnung, was ich zu Hause mit Mama und diesem Lehrer durchmachen muss. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich wollte einfach nur noch weg. Und dafür habe ich die Kohle gebraucht. Aber wieso, wenn du ein Problem hast, dann musst du mit mir darüber sprechen. Die Kohle deines Lehrers, ja? Und um den Diebstahl möglich zu machen, musste erstmal der Feueralarm losgehen, richtig? Ich hab's doch von Anfang an gesagt, ich bin unschuldig. Halt mal die Klappe da hinten. Musste erstmal der Feueralarm losgehen? Ist jetzt eh alles egal. Soll heißen, gibst du das alles zu? Ach, ich bin total enttäuscht. Boah. Was soll das denn, Papa? Hast du etwa Mitleid mit diesem Lehrer oder was? Der verdient doch genug Kohle als Lehrer. Du hast keinen Grund, da irgendwie Geld zu klauen. Mein Gott, das ist schlimm, dass du mich anlügst, dass du mich hier für blöd verkaufst. Das geht gar nicht. Der merkt die 300 Euro doch gar nicht. Das ist doch keine Entschuldigung dafür. Ganz anders als du bei deinem Wachdienst. Ja, aber du kannst ja kein Geld klauen oder sowas. Dann musst du doch zu mir kommen. Da hat Ihr Vater absolut recht. Hm? Ich bin fassungslos. Wäre ich bloß schon früher abgehauen, weg von euch allen, dann würde ich nie mehr wiederkommen. Ich hasse euch alle, immer seid ihr nur gegen mich. Saskia, was redest du denn da? Ich bin doch nicht gegen dich, ich bin doch deine Mutter. Ich bin euch doch scheißegal. Bei mir schon. Aber das stimmt doch gar nicht. Saskia, ich hab dich doch lieb. Trotzdem ganzen Mist, den du verzapft hast. Ich weiß gar nicht, was hab ich gemacht, wenn meine Tochter mich hasst und nach Berlin abhauen möchte. Ich habe alles falsch gemacht im Leben. Nee, Frau Liebknecht, ich glaube, Sie müssen jetzt nicht die ganze Schuld auf sich laden. Also da sehen Sie die Dinge ein bisschen zu einfach. Ich glaube, da kommen bei ihr ein paar viel komplexere Dinge zusammen. Hm? Na gut, ich muss auch eingestehen, ich habe natürlich oft unsere Tochter auch gegen euch aufgehetzt. Ist ja klar, weil ich einfach da wütend war und das war natürlich nicht so toll. Wissen Sie, dass Sie beide getrennt sind, ist die eine Geschichte. Wenn sie sich auseinandergelebt haben, gut, dann kann niemand von ihnen verlangen, dass sie zusammenbleiben. Aber sie sind und bleiben Eltern. Eltern. Hm. Auch wenn es getrennte Eltern sind. Und soweit es um die Saskia geht, wäre ihr, glaube ich, schon wahnsinnig geholfen, wenn sie sich als Eltern zusammenraufen würden, statt sie noch zu benutzen, um gegeneinander zu kämpfen. Ja? Zusammenraufen heißt aber auch miteinander kommunizieren. Hm? Ja, Sie haben recht. Also Saskia, wenn du da einen Fehler gemacht hast, dann musst du auch dafür gerade stehen. Das geht so nicht. Das ist ganz schlimm, was du da gemacht hast. Und dass du mich angelogen hast. Das sehe ich auch so. Und wenn die privaten Verhältnisse noch so schlimm sind, dann rechtfertigen die natürlich nie einen Diebstahl. Also ich möchte, dass du dich bei John entschuldigst. Das ist das Mindeste. Was? Wozu denn? Der war doch schon immer gegen mich. Und das wird sich jetzt erst recht nicht ändern. Saskia, du machst es mir nicht gerade leicht, aber glaub mir, ich bin nicht gegen dich. Und vielleicht solltest du mein Angebot annehmen, dass wir uns in aller Ruhe unterhalten. Ja? Da bürden Sie sich was auf, Herr Williams. Leicht ist so ein Gespräch nicht. Ja, aber du solltest das annehmen, Saskia. Hm? Das Angebot solltest du annehmen. Du kannst nicht einfach nur sagen, alle sind gegen mich. Und dann so machen.
Noch jemand Fragen an die Hanna? Danke, Nan. Dann bleiben Sie unvereidigt, nehmen bitte hinten Platz. Wir haben noch einen Auszug aus dem Erziehungsregister und Bundeszentralregister. Keine Eintragung, also bisher hat sie keine Vorstrafen. Und dann bitte ich noch um den Bericht der Jugendgerichtshilfe für Achenbach, bitte. Danke. Es ist in der Tat so, dass Saskias Probleme schon vor der neuen Beziehung ihrer Mutter existent waren. Die ständigen Streitereien zwischen ihren Eltern haben sie in einen Zwiespalt gebracht. Sie war ständig hin und her gerissen und wusste nicht, zu wem sie halten soll. Das hat sich natürlich auch auf ihre schulischen Leistungen ausgewirkt. Und als dann ihre Mutter eine neue Beziehung zu ihrem Klassenlehrer begann, war Saskia natürlich total fertig. Das war wie ein kleiner Schock für sie. Und sie hat sich dann auf die Seite ihres Vaters gestellt. Da ihr Vater aber auch durch seinen Schichtdienst wenig Zeit für sie hat, hat Saskia sich dann entschlossen, auszureisen. Das Ganze war aber eher eine Art Hilferuf der Angeklagten. Ich biete Saskia und ihrer Familie daher gerne meine Hilfe an, die diesbezüglichen Probleme in den Griff zu bekommen. Was die Ahndung anbelangt, bin ich der Überzeugung, dass hier Sozialstunden ausreichen sollten. Hierzu irgendwelche Fragen? Danke. Dann Dankeschön, Frau Achenbach. Noch weitere Anträge oder Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich hiermit die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer, bitte. Hohes Jugendgericht, Herr Verteidiger, das, was die Jugendgerichtshilfe hier ausgeführt hat, der Zwiespalt der Angeklagten, Streit der Eltern, Trennung neuer Lebensgefährtin, der Mutter etc., ja, das ist schon alles klar. Das sind auch die klassischen Dinge, warum immer noch auch bei älteren Jugendlichen als zu Jugendrecht angewendet wird wegen Reifeverzögerungen. Aber das heißt doch nicht, dass man Straftaten begehen kann und dass die Straftaten dadurch gerechtfertigt sind. Ergo, wer sich strafbar gemacht hat, wird entsprechend schuldig gesprochen und hat dafür einzutreten. Und er hat umso mehr einzutreten, als derjenige, der auf der Anklagebank sitzt, das Unrecht seines Tuns gar nicht einsehen will. Ja, wieso? Alles sind gegen mich. Wie, da kann ich doch ohne weiteres hingehen und aus der Tasche Kohle klauen? Ist doch völlig wurscht. Was ist denn das für eine Einstellung? Oder einfach mal in einem Gebäude, in dem sich Menschen aufhalten, zündeln. Das ist eine Straftat oberster Kategorie, das muss ich dir mal sagen. Und der Diebstahl ist auch nicht ganz ohne. Also hat es eine Ahndung zu geben. Hohes Gericht, ich beantrage hier gegen die Angeklagte 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit aufzuerlegen. Und im Übrigen, bei dem Verhalten, das die Saskia hier gezeigt hat, soll sie auch noch ein bisschen in einer engeren Umgebung nachdenken können, einen Freizeitarrest. Über die Kosten des Verfahrens, das vergessen wir mal. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Ja, Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, werte Anwesende, Herr Staatsanwalt, so ein Wochenendearrest ist doch maßlos übertrieben, nicht? Es war zwar ein wenig Feuer im Spiel, aber die Brandstiftung ist hier nicht angeklagt. Ein Kapitalverbrechen, wie Sie es, glaube ich, gerade genannt haben, lag insofern auch gar nicht vor. Meine Mandantin ist dazu geständig gewesen. Das Nicken haben wir alle vernommen. Und letztendlich dürfen wir nicht vergessen, dass sie natürlich auch bislang nicht vorbestraft ist. Es lag eine Ausnahmesituation vor. Frau Achenbach hat uns das vor Augen geführt, was da zu Hause passiert. Die Eltern sind getrennt, sind auch im Streit getrennt offenbar. Und dann wird zufällig auch noch der Klassenlehrer der neue Freund der Mutter. Das ist eine verwirrende Situation für ein pubertierendes Mädchen. Wie wir mitkriegen, sie fühlt sich von keinem geliebt. Ihr seid alle gegen mich, haben wir hier gehört. Letztendlich wollte sie ausbrechen, dafür brauchte sie Geld. Auch wenn sie heute noch nicht ganz den Eindruck macht, als würde sie geläutert sein von der Situation hier vom Gericht, denke ich doch, dass zumindest die zu verhängende Strafe dann auf sie einwirken wird. Dass diese Strafe verhängt wird, ist klar. Die Zeugin hat hier glaubhaft gemacht, dass es letztendlich um eine Flucht ging, bei der das Geld gebraucht wurde. Und es gibt keine andere Erklärung, als dass sie diesen Brand zur Ablenkung gestiftet hat. Du solltest das Gespräch mit deinen Eltern suchen. Die Eltern sollten das Gespräch mit der Tochter suchen. Eine andere Möglichkeit, um weitere Straftaten, weitere Ausbruchsmöglichkeiten. Das Geld ist nicht vorhanden. Sie würde sich immer wieder Geld besorgen, um solche Ausbruchsmöglichkeiten zu verhindern. Würde ich dieses Gespräch suchen. Ein Eintrag, wenn es auch nur im Jugendregister ist, macht sich schon mal gar nicht gut. Du hast aber die Chance, dich zumindest zu entschuldigen. Das solltest du auf jeden Fall machen, wenn man das Angebot schon mal bekommt. Ich beantrage daher, Arbeitsstunden zu verhängen. Ich denke, ich schließe mich da Ihnen an. 20 Stück an der Zahl, weil das ungefähr dem Maß einer Woche einer jungen Frau mit 15 betrifft. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Saskia, du hast beide Anträge gehört. Kannst jetzt selbst noch was sagen? Kannst dich selbst auch noch verteidigen? Und du hast das letzte Wort. Nein. Und nachdem die Saskia noch keine 18 Jahre alt ist, haben auch beide Eltern noch das letzte Wort. Herr Liebknecht zunächst. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Frau Liebknecht. Ich verzichte auch, danke. Dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung.
Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Saskia Liebknecht ist schuldig des Diebstahls in Tateinheit mit Missbrauch von Notrufen. Paragraphen 42, 1, 145 Absatz 1 Nummer 1 und 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb verwarnt. Ihr wird auferlegt, an 40 Stunden gemeinnützige Arbeit nach Weisung des Jugendamtes abzuleisten. Von der Auferlegung der Verfahrenskosten wird abgesehen. Also ein Diebstahl ist ein Diebstahl. Auch wenn du der Meinung bist, ihm tut's nicht weh. Wenn das ein Kriterium wäre, dann könnte man ja jeden wohlhabenden Menschen ausplündern, weil tät ihm ja nicht weh. Ja? Bei einem Erwachsenen wird man sagen, du hast ein gehöriges Maß an krimineller Energie gezeigt. Du hast es nämlich alles genau geplant. Du hast erstmal Feuer im Abfallkorb gelegt, damit der Rauchmelder ausgelöst wird, damit die Schule evakuiert wird, damit alle abgelenkt sind und damit du dann ins Lehrerzimmer rein kannst und aus dieser Aktentasche 300 Euro entwenden kannst. Ja? Das alles ein Zeichen dafür, dass du es genau geplant hast, aber auch ein Zeichen dafür, dass du eigentlich jegliche Gefahr eines Brandes ausschließen wolltest. Weil normalerweise, wer sowas erreichen will, der legt irgendwo diese Handtücher auf den Boden oder ins Waschbecken. Aber wer einen Abfallkorb extra ins Waschbecken stellt, der will ganz ordentlich da keinerlei Schaden anrichten. Das spricht natürlich für dich, dass du keinen Schaden und auch keinen Brand wolltest. Bei einer Brandstiftung, übrigens einer schweren Brandstiftung, hätte die Sache ganz anders ausgesehen. Ja. Aber ich muss dir auch sagen, ganz objektiv kann man halt nie ausschließen, dass etwas passiert. Und das fällt hier schon ins Gewicht. Und dass du auch bereit warst, in Kauf zu nehmen, dass da die ganze Schule evakuiert wird, der ganze Betrieb lahmgelegt, das ist natürlich schon ein Ding. Ja? Ich meine, man muss dir klar machen, dass du einstehen musst für das, was du verbockt hast. Und ich glaube nicht, Herr Verteidiger, dass hier ein Arrest völlig übertrieben wäre. Die Frage ist nur, bringt er hier was? Ist er produktiv oder ist er kontraproduktiv? Und die Einstellung, wie sie hat, es ist eh alles ungerecht, alles entgegen mich. Naja, das hätte sie dann ein Wochenende in sich reingefressen. Und deswegen meine ich auch, es ist besser, man lässt sie ein bisschen länger arbeiten. Ja? Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Also, du willst akzeptiert werden, das verstehe ich. Ja, da müssen deine Eltern auch noch richtig dran arbeiten. Das ist für dich nicht einfach, wenn jetzt plötzlich die Mutter mit einem Lehrer zusammen ist, den du sowieso nicht so gern magst. Die Eltern müssen aber daran arbeiten, dass sie nicht so viel gegeneinander arbeiten, sondern zumindest was dich betrifft, einfach wie Eltern zusammenhelfen. Ja? Aber du musst auch akzeptieren, ja? dass nicht jeder, der es gut meint, gegen dich ist. Nur weil er auch mal eine Konfrontation zulässt. Das ist nun mal in deinem Alter so, dass es Konfrontationen gibt. Und ich glaube, du musst noch was lernen, wie wichtig ein Schulabschluss ist. Ja? Zum einen, solange du den nicht hast, wirst du einfach keine Ausbildungsstelle bekommen. Und zum zweiten, denk mal nach. Vielleicht wird dir alles besser, wenn der Herr Williams nicht mehr dein Lehrer ist, sondern nur noch der Freund deiner Mutter. Aber solange du keinen Abschluss hast, wirst du den als Lehrer doch nie los. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Hanna Stegen wurde wegen versuchter Strafvereitelung zu 12 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Ole Spröcker wurde wegen versuchter räuberischer Erpressung zu einem Freizeitarrest verurteilt. Dieter und Astrid haben sich wieder angenähert und verstehen sich jetzt besser mit ihrer Tochter. Saskias Verhältnis zu John hat sich auch gebessert. Sie hat die Klasse gewechselt, sodass er nicht mehr ihr Klassenlehrer ist.